Hi und herzlich willkommen bei Staubito wird zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen einfachen, super saftigen, aber zugleich lockeren und mega leckeren Selterskuchen ohne Zucker selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar gebt ihr für den Selterskuchen ohne Zucker zunächst 300 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit, 2 Gramm Agar-Agar und 2 Teelöffel Backpulver in eine Rührschüssel und vermischt die trockenen Zutaten miteinander. Anstelle von Erythrit könnt ihr hier für den Teig natürlich auch gut Xylit verwenden. Da es allerdings ein wenig süßer ist, solltet ihr dann nur 140 Gramm verwenden. Als nächstes kommen dann noch 4 Eier und 120 Gramm zerlassene Butter hinzu. Und dann werden diese Zutaten zunächst zu einem glatten Teig gerührt. Wer keine Butter verwenden möchte, der kann diese hier beispielsweise auch gut 1:1 durch Mandelmus oder ein anderes Nussmus ersetzen. Behaltet nur im Hinterkopf, dass Nussmus natürlich einen intensiveren Eigengeschmack als Butter mit sich bringt. Ja, und nachdem ihr dann alles gut miteinander verrührt habt, kommen jetzt noch, wie sollte es beim Selterskuchen auch anders sein, noch 200 ml Mineralwasser mit viel Sprudel hinzu und dieses hebe ich bei mir jetzt hier in 2 Schritten unter, um nicht zu viel rühren zu müssen, da ansonsten die Kohlensäure natürlich wieder herausgerührt wird. Ja, und damit ist der Teig für den Selterskuchen auch schon fertiggestellt. Nehmt euch nun eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform. Meine hat die Maße von ca. 28 x 18 cm. Fettet die Ränder gut ein und füllt den Teig anschließend hinein. Solltet ihr so eine Form nicht haben, dann könnt ihr den Kuchen übrigens auch gut in einer Springform mit einem Durchmesser von ca. 22 bis 24 cm backen. Ja, nachdem ihr den Teig dann ein wenig in eurer Form verteilt habt, kann es auch schon ans Backen gehen, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten, wobei ihr den Kuchen nach ca. 25 Minuten mit Alufolie oder einer etwas größeren Silikonform abdecken solltet, damit euch der Kuchen von oben nicht zu braun wird. Nach dem Backen lasst ihr euren Selterskuchen dann am besten in der Form ein wenig abkühlen, löst ihn anschließend aus der Form und lasst ihn so dann komplett abkühlen. Wer möchte, der kann den Kuchen jetzt noch mit einem zuckerfreien Zuckerguss überziehen. Ein Rezept dafür verlinke ich euch gern unten in der Infobox. Ja, und dann bestreue ich meinen Kuchen zum Schluss noch mit ein paar essbaren Blüten, weil sie einfach so super hübsch aussehen, wie ich finde. Nachdem der Guss dann fest geworden ist, ist es natürlich an der Zeit, diesen leckeren Kuchen anzuschneiden und zu probieren. Wie ihr gesehen habt, ist der Kuchen wirklich einfach und schnell nachzumachen. Von daher hoffe ich nun natürlich, dass ihr jetzt Lust bekommen habt, das Rezept auch mal auszuprobieren. Ihr könnt es wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de nachlesen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!